Und Sie wissen ja auch, dass wir aus den bekannten Gründen nicht zählen, aber wir sind hier so sicher wie in Abrahams Schoß. Von daher ist das, glaube ich, eine gute Sache. Ich freue mich, dass wir mit Katja Oskam über ihr Buch sprechen können und sie wird daraus lesen, Marzahn, Mon Amour, Geschichten einer Fußpflegerin. Jetzt gucken Sie mal hier so in den Saal, gucken Sie nach unten, wenn Sie jetzt so sehen, haben Sie so Vorstellungen von den Füßen aus Ihrer Lebenserfahrung? Ja, wir haben schon eben mit der einen Dame haben wir schon überlegt, wir hätten hier wirklich viele Fußpflegekandidaten zu sitzen, wissen ja allerdings nicht, wer versorgt ist. Ne? Das kann ich ja jetzt nur schätzen. Aber doch, also ich würde sagen, eigentlich alle. Und sehen Sie auch aus Ihrer Erfahrung, wie viel Prozent des Publikums, also der Damen, haben denn lackierte Fußnägel? Das kann ich doch jetzt wirklich nicht sehen. Im Sommer wäre das was anderes. Aber ich glaube, Sie da nicht so einen Blick dafür? Das ist eine Kandidatin für Lackierte. Ja, aber man kann sich da sehr täuschen. Okay. Ne? Also ich würde mal sagen, nicht sehr viele. Die meisten von uns, schätze ich mal, lackieren im Sommer und schenken den Füßen im Herbst, Winter den Nägeln eine Pause. Stimmt das? Stimmt, ich könnte fragen, aber es würde eine Weile dauern vielleicht. Ja, nee, ich wollte ja nur mal so wissen, wie hier, die Erfahrung. Sie geht zur Fußpflege, hat sich schon gemeldet. Wunderbar. Ja, Katja Oskam wurde 1970 in Leipzig geboren und ist aber in Berlin aufgewachsen, von daher kein Sächsisch. Doch, wenn ich soll, kann ich. Nee, machen wir nicht. Also ich erinnere ja alle daran, wir hatten mal eine Situation, die war hoch konfliktbeladen. 2001, wir sind zur Wahl angetreten in Berlin, Gregor Gysi Spitzenkandidat. Er fragte nach der Unterstützung aus der ganzen Republik und bat aber, dass die Kollegen bzw. Genossen aus Sachsen nicht an die Infostände gehen, sondern nur die Briefkästen füllen. Da waren die, wie Sie sich vorstellen können, ziemlich sauer. Also zurück zu Ihnen. Wir bleiben mal hier. In Berlin gibt es ja so viele Dialekte und müssen wir eigentlich, ja, aber wenn Sie Berlinern können, dann bleiben wir vielleicht beim Berlinern. Aber Sie können auch, wenn Sie mögen, natürlich andere Dialektproben zum Besten geben. Okay, ich mache das vielleicht nachher. Gut. Sie haben Theaterwissenschaften studiert, als Dramaturgin in Rostock gearbeitet und auch am Deutschen Literaturinstitut dann schon wieder in Leipzig studiert. Und von Ihnen sind verschiedene Erzählungsbände erschienen, Halbschwimmer, die Romane, die Staubfängerin und Hellersdorfer Perle. Hellersdorf und Marzahn, ist das ein großer Unterschied? Ja, aber ich meine, es ist ja schon eine Weile her, als ich dieses Buch geschrieben habe, Hellersdorfer Perle, 2010 erschienen. Und schon so früh hat sich gewissermaßen meine Liebe zum Plattenbau manifestiert. Dass das mal so eine Serie wird, konnte man da noch nicht wissen, aber jetzt ist es ja schon das zweite Plattenbaubuch. Ich habe das Buch gelesen, als ich, ich habe immer ein bisschen gesagt, in Anführungsstrichen eine Deutschlandreise gemacht habe. Ich bin mit dem Zug von Hamburg nach München gefahren. Ich lese gerne ein Buch mal so im Zusammenhang und das habe ich gut geschafft. Mir schräg gegenüber saß so ein erfahrenes Ehepaar, sage ich mal, die sich dann immer wunderten, warum ich immer so laut lachen musste. Ich habe ihnen dann versucht, so ein bisschen was zu erklären. Die stammten aber aus einem anderen Kulturkreis und da musste ich dann die eine oder andere Erklärung noch hinzufügen. Aber das hat sich, also man liest, manchmal sagt man, oh, ich muss noch ein Buch lesen und komme gar nicht weiter. Aber das liest sich sehr gut, kann ich Ihnen nur sagen, wer es noch nicht gelesen haben sollte. Es ist nicht nur lustig, das werden wir aber ja dann bei der Lesung auch sehen. Sie waren 19 Jahre alt, als die Mauer fiel. Sie leben also schon länger in der Bundesrepublik als in der DDR. Und wenn Sie mal so nachdenken, hat sie die real existierende DDR mehr geprägt als das Phantombild der DDR? Geht es Ihnen vielleicht auch so, schiebe ich mal noch eine Frage nach, geht es Ihnen vielleicht auch manchmal so, dass Sie Dinge verteidigen, die Sie zu DDR-Zeiten nie verteidigt hätten? Ich glaube, ja, es geht vielen so. Doch, es geht mir so, das stimmt genau. Und auch mit, jetzt war ja gerade wieder Jubiläum und man musste sich äußern, Mauerfall. Und dann habe ich gedacht, dass ich das ja schon nach 10 und nach 20 Jahren auch gemacht habe. Und wie sich auch die Haltung verändert, ja, dazu. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich verteidige auch Dinge, aber manchmal denke ich, ich verteidige gar nicht nur die DDR, die mich eindeutig geprägt hat, sondern irgendwie auch einfach nur meine Kindheit. Und etwas, also ja, was ich mir nicht von außen erklären lassen will. Ne? Das würde ich dann lieber selber erklären. Ich
wollte ganz kurz noch zu Ihrem Theatervorleben etwas fragen. Sie waren ja in Rostock, ein berühmtes Theater, auch ab und zu mal in den Schlagzeilen. Man hat ja gekämpft hin und her, ob es erhalten bleibt, beziehungsweise als Spartentheater halten bleibt. Wenn Sie sich erinnern, Quatsch nicht, Bernd, hast du gehört, ja? Okay, dann wenn das... Dann jetzt tauschen. Das wäre nett. Ja, genau. Achtung. Aber es gab ja von hinten jetzt schon eine kleine Ermahnung. Ja, ist es jetzt besser? Hören Sie jetzt besser? Können Sie mal ein Zeichen geben? Hören Sie mich jetzt besser? Hören Sie mich jetzt schon besser? Augenscheinlich nicht. Gut, dann... Gut, okay, das können wir jetzt nur durch Gutes zureden. Ja, dann mehr können wir jetzt... aber ehrlich gesagt nicht tun. Wir wünschen, dass es Ihnen trotzdem hier ein bisschen gefällt. Ja, also zurück nach Rostock. Können Sie sich da an Ihre Inszenierung erinnern, die Ihnen am liebsten waren, die Ihnen am meisten ans Herz gewachsen sind? Also das waren verschiedene. Ich habe ja da ein paar Jahre gearbeitet und das waren viele Inszenierungen. Ich habe da eine Regisseurin gehabt, das passt jetzt vielleicht sogar ganz gut hierher, von der ich sehr viel gelernt habe und mit der ich auch heute noch Kontakt habe und befreundet bin. Die kam dahin als kommissarische, erst als Regisseurin und dann als kommissarische Schauspieldirektorin. Es war ja schon die Zeit in den 90ern, da wurde ständig umgewickelt, abgewickelt. Alle haben sich sozusagen Stasi-mäßig von innen selbst zerfleischt. Von außen wurde es auch alles aufgelöst. Das war nicht so einfach. Und da kam, sie war wirklich eine Allzweckwaffe, Gabriele Gysi. Ja. Und die kenn ich hat, gut, ja, klar, ja, logisch. Und die hat da aufgeräumt und war sich auch nicht zu schade für alle möglichen Arbeiten jenseits der Bühne und nicht nur der Kunst. Und von der habe ich unglaublich viel damals als junge Dramaturgin gelernt. Und die war es übrigens auch, die irgendwann mal zu mir gesagt hat, so Katja, wir brauchen ja wie immer ein Programmheft, Clavigo war es da und Kabal und Liebe hat sie auch inszeniert, du schreibst jetzt einen Text. Und zwar so einen richtigen, nicht nur so einen, so hier, wo ein Stück erklärt wird und so. Also die hat auch mit dafür gesorgt, dass ich an der Schreiberei dranbleibe und das weiterverfolge, muss ich mal so sagen. Gut, dann schöne Grüße an Gabi Gysi von hier aus, das ist doch eine gute Sache. Die Taz hat über Sie geschrieben, oder die Autorin der Taz, Wiebke Poromka, dass Sie eine der lustigsten Autorinnen sind, die man derzeit treffen kann. Aber ich sagte ja schon vorhin, als ich das Buch las, auf meiner Deutschlandreise, dass ja, man lacht an vielen Stellen, aber es wird eigentlich immer ernster. Und die Geschichte fängt auch gar nicht so lustig an. Ich darf das mal kurz zitieren, also ich lese nicht Ihr Buch vor, keine Angst. Ich war 44 Jahre alt, mein Leben war fad geworden, das Kind pflügge, der Mann krank, die Schreiberei, mit der ich es bisher verbracht hatte, mehr als fragwürdig. Doch dann eine neue Karriere, in Anführungsstrichen, Fußpflegerin. Es ändert ihr Leben. Sie lernen lustige, freundliche, aber auch merkwürdige Menschen aus Marzahn kennen. Und wahrscheinlich geht es Ihnen auch so damals, wenn ich das richtig interpretiert habe, dass man noch so ein zweites Standbein braucht, weil das Schreiben eigentlich immer den Kühlschrank füllt. Vielleicht können Sie mal sagen, war es Ihnen vor allen Dingen um den neuen Stoff gegangen oder vielleicht auch so ein bisschen das Konto aufzufüllen? Naja, man kann ja da nur nicht so viel verdienen als Fußpflegerin in Marzahn. Aber das Wichtigste für mich war, dass ich aus diesem gespannten Feld rauskomme, in dem ich mich befunden habe, weil es für mich in der Schreiberei nicht weiterging. Das war so eine richtige handfeste Krise. Und ich hatte eine Novelle geschrieben, die wollte kein Verlag drucken. Und dann habe ich eine Weile rumgegrummelt und bin meiner Umwelt auf den Keks gegangen. Und irgendwann dachte ich, ich kann ja jetzt nicht einfach immer nur in der Küche sitzen und jammern. Das ist ja Quatsch, ne? Bis zur Rente. Das geht ja irgendwie auch nicht. Und dann wollte ich irgendetwas ganz anderes machen und diesem Literaturbetrieb den Rücken kehren und etwas tun, was nichts im Entferntesten auch nur mit Schreiben oder Journalismus oder ja, eben damit zu tun hat. Und so ist das passiert. Da hatte ich eine Freundin, die hatte gerade ihr Kosmetikstudio in der Marzahner Promenade eröffnet. Und da war ich Kundin bei ihr und habe da auf der Massageliege gelegen und habe gejammert über mein Leben. Und dann hat die gesagt, ja, ich weiß, ich kenne mich nicht aus da in deinem Job und was ihr da alle macht, aber bei mir kommen so viele Fußpflegekunden, werd doch Fußpflegerin, kannst bei mir anfangen. Und so ist das alles passiert. Und das war eigentlich die Rettung, ne?
Also die Leute haben sich natürlich sehr gewundert über mich, aber für mich war es super. Und ich habe dann einfach auf diese meine Kosmetikerin und Freundin und jetzige Chefin gehört und habe einfach richtig ein anderes Feld gewählt. Und erstmal war es nicht wegen Geld oder irgendwas, es war einfach nur, um was Sinnvolles zu tun, um zu wissen, wovon man abends müde ist. Und Füße hat jeder? Das stimmt, oder soweit ich weiß, fast jeder. Und die brauchen, das haben wir ja schon gesagt, auch mit zunehmendem Lebensalter immer mehr Pflege. Und man kommt ja auch manchmal dann gar nicht mehr so richtig ran. Ne? Man hat ja auch nicht so den richtigen Arbeitswinkel. Aber da können Sie ja dann in die Einzelheiten noch gehen. Ja, naja, sicher. Das stimmt. Es gibt, entweder man ist ganz gelenkig, dann sieht man irgendwie schlecht. Genau. Oder man sieht alles, dann kommt man aber aus anderen Gründen nicht ran. Irgendwas ist immer, ne? Es geht nicht richtig ab einem gewissen Alter. Ich habe hier von einer Dame, die leider nicht kommen kann, eine sehr schöne Mail bekommen. Die lese ich erstmal vor, bevor Sie dann lesen. Also sie schreibt, betrifft Katja Oskamp, Marzahn, Mon Amour. Nein, wir können leider nicht kommen zur Lesung, sind nicht in Berlin. Aber mein Mann hörte von diesem Buch und hat es sofort gekauft. Ich bin begeistert und lese es ganz sicher noch einmal. Katja Oskamp liebt Marzahn, liebt die Menschen, scheint froh, diese Arbeit zu machen, so engen Kontakt zu Menschen, deren Freuden und Problemen zu haben. Auch geschichtlich, einfach liebevoll und überzeugend. Ich wollte ihr meine Begeisterung über dieses Buch mitteilen, habe sie aber im Internet leider nicht gefunden. Vielleicht auf diesem Weg. Ich wünsche ihr persönlich für ihr Leben Gesundheit und alles Gute, Hannelore und Horst Nowakowski aus Lichtenberg. Also nicht nur Marzahn, liest sie. Ja, dann mal schöne Grüße zurück, das mache ich. Hannelore und Horst. Genau, so machen wir das. Und jetzt würde ich sagen, nehmen Sie das Buch. Mache ich, ich nehme es. Ich lese jetzt. Lesen vor. Frau Lötsch hat das ja schon gesagt am Anfang, hat sie schon ein bisschen... von dem Anfang des Buches erzählt. Und ich lese Ihnen jetzt auch gleich mal den Anfang vor, damit Sie sich das noch ein bisschen besser vorstellen können, wie es mir so ging in den mittleren Jahren.
das war jetzt doch sehr ernst, deswegen muss ich noch was zu der Lackpause sagen. Der Fußnagellackpause. Was? Wozu? Zu der Lackpause. Die gibt lackiert. Ach so, die Lackpause, ja, im, genau, Herbst und, ja, Winter. Ja, 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 genau. Ich höre. Ja, als ich neulich bei der Fußpflegerin war und sie auch sagte, die Lackpause könnten wir jetzt machen. Und dann stellte sie die Frage, oder liegt was an? Und da sagte ich, ja, das weiß man ja nie. Da sagt sie, ja, dann kommen Sie ganz schnell, da schieben wir was dazwischen. Genau, also das ist, die ist gut, ne? Man, genau, kann einfach, sobald was anliegt, hinrennen und die macht das schon. Genau. Super. Gut, also jetzt haben wir hoffentlich in Ernst ein bisschen aufgehoben. Aber natürlich, Frau Lötsch, jetzt wird es heiterer. Sehr gut.
Jetzt kommt mal ein Mann dran und das ist der Herr Peach.
Ja, herzlichen Dank. Es gibt natürlich noch mehr Geschichten in dem Buch, aber es ist ja auch so ein bisschen die Idee, dass man das Buch auch kaufen kann. Ne? Weihnachten steht ja bevor. Und Göran, der uns ja immer unterstützt, zuverlässig, er hört uns wahrscheinlich jetzt oder mich nicht, aber herzlichen Dank vom kleinen Buchladen, hat noch einige Exemplare, er hatte ziemlich viel bestellt, sagte, aber ist die Woche über abverkauft worden. Aber Sie können auch beim kleinen Buchladen bestellen, das will ich nur sagen. Also man muss nicht bei Amazon oder sonst wo bestellen. Auch beim kleinen Buchladen kann man bestellen. Man kann es entweder hier abholen oder es wird dann zugeschickt. Sind Sie da in, Sie können sich alle, ihr könnt euch alle melden zur Diskussion, aber ich habe natürlich wie immer auch Fragen. Wenn Sie mal so einen Strich drunter machen, sind Sie mehr Fußpflegerin oder mehr Seelenpflegerin? Wie ist denn so das Verhältnis? Erstmal bin ich Fußpflegerin, weil die Sache muss ja innerhalb einer Stunde erledigt werden, nicht wahr? Also das, es muss ja dann, also sie müssen einfach wirklich geschnitten sein, die Zehennägel. Und wenn dann noch Zeit ist, was ja inzwischen ist, weil ich eine gewisse Routine doch entwickelt habe, plaudere ich natürlich sehr gern mit meiner Kundschaft und höre ihnen auch einfach sehr gerne zu, weil das sind, wie man jetzt vielleicht schon ein bisschen gemerkt hat, sehr unterschiedliche Leute und sehr tapfere Leute, auch oft mit interessanten Biografien, die mich faszinieren. Bis heute ist das so. Sie sind ja durch dieses Buch auch so ein bisschen zur öffentlichen Marzahn-Expertin geworden. Es gab ja kürzlich diese Runde mit der Morgenpost, moderiert von Hajo Schumacher. Und da sind Sie als Marzahn-Expertin angefragt worden, oder? Das stimmt, aber ich durfte was vorlesen, da war ich froh, weil da waren ja echte Marzahn-Experten, Politiker, die da auch ganz viel mit Zahlen und so und Statistiken sich auskennen und die ganz diese kleinen Vor-Ort-Probleme genauestens kennen. Ich kenne Marzahn ja eigentlich nur aus diesem Studio, wo ich allerdings jede Woche bin. Und ich sage immer, ich laufe nicht so viel durch Marzahn, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit, aber Marzahn kommt zu mir gelaufen. Und die kommen ja alle zu mir rein und erzählen mir sozusagen, was los ist. Und einen gewissen Radius habe ich mir jetzt da auch schon erarbeitet. Also ich war schon bis zum Platschbadespaß da hinten im Bürgerpark und auf der anderen Seite bis zum Friedhof. Also so fußläufig, was ich da erreichen kann, habe ich schon angeguckt. Und natürlich in Altmarzahn war ich auch. Haben Sie schon mal eine Lesung im Westen gemacht mit dem Buch? Ja. Wie war da die Reaktion? Naja, also die... naja, ist ja schon mal eine sehr schöne Antwort. Ja, also die Reaktion ist anders jeweils. Die Leute können natürlich mit den Namen oder so nicht so viel anfangen. Also bestimmte Ostgeschichten haben sich einfach bis heute nicht rumgesprochen oder ja. Aber andererseits haben die im Westen ja auch Füße und sie werden im Westen auch alt. Insofern gibt es also auch Dinge, die diese Leute an dem Buch ansprechen und die sie ohne Probleme nachvollziehen können. Ja, die Frage, wo waren Sie im Westen, kam gerade aus dem Publikum? Oh, ich war schon in Essen und in Mülheim und in Ansbach und ich fahre auch noch in Zukunft auch in westdeutsche Städte. Habe ich jetzt aber nicht gerade auswendig gelernt. West-Berlin war jetzt ja, ich muss es immer sagen, für die Leute am Livestream. In West-Berlin war ich auch und zwar in Schöneberg hatte ich eine Lesung, in so einem Salon, ja. Möchte jemand noch eine Frage stellen? Eine öffentliche, offizielle Frage. Es kann sich um Literatur handeln, Sie können aber auch Fußfragen stellen. Da ist jemand. Ja, bitteschön. Nee, erstmal hier die Dame links, von mir aus und dann der Herr. Sind denn diese Namen von Ihnen tatsächlich? Ich muss die Frage wiederholen für die Zuschauerinnen und Zuschauer am Livestream, ob die Namen erfunden sind oder ob das sozusagen eins zu eins die echten Namen sind. Die Namen habe ich alle erfunden und ich freue mich immer, wenn ich das gefragt werde, weil das bedeutet nämlich, dass die Leute in echt auch so heißen könnten und dass ich die ganz schön gut erfunden habe, die Namen, weil es gar nicht auffällt. Aber natürlich zum Schutz der Leute habe ich die erfunden, aber die Geschichten sind schon, also natürlich, die Biografien sind ja lang und vielfältig und da gibt es ja auch immer viel Langweiliges. Die habe ich sozusagen immer im Sinne eines Motivs zugespitzt, das, was mich an dem Menschen am meisten interessiert oder fasziniert hat. Aber ich habe schon sehr vieles auch wirklich von diesen biografischen Fakten übernommen in den Geschichten. Ja, vielen Dank. Denn der Herr dort, bitte. Über das, was Sie über
einbezogen und haben die Reaktion von den Kunden über das, was Sie geschrieben haben, schon erfahren. Mhm. Ich wiederhole mal die Frage oder fasse sie mal zusammen für die Zuschauerinnen und Zuschauer am Livestream. Also erstmal wurde gelobt, dass Sie ja nicht nur die Füße behandeln, sondern auch die Seelen und dass es sehr erstaunlich ist, was innerhalb einer Stunde so gesprochen wird. Und die Frage war, ob Sie mit den Kunden, also den Menschen, denen die Füße gehören, auch über die Geschichten gesprochen haben, die Sie geschrieben haben. Also das ist natürlich so, vielen Dank erstmal, ja, fürs Lob. Das ist natürlich so, das ist ja nicht in einer Stunde, das sind ja viele Stunden, die kommen ja regelmäßig zu mir und so lernt man sich einfach besser kennen. Und ich kann dann auch schon fragen, wie geht's dem Pudel, ist er wieder gesund und wie war der Urlaub und so. Also das ist einfach eine Beziehung, die dadurch entsteht. Und das ist ja das Schöne auch an dieser Stammkundschaft, dass man wirklich sommers wie winters sich regelmäßig sieht. Ja, ich habe schon manchmal gesagt, ich sehe die ja öfter als meine Verwandten, manche Kunden. Weil das jetzt mit diesem Terminbuch so schön geht. Und dann, also als ich dort anfing, hatte ich ja noch gar nicht vorzuschreiben. Da habe ich ja wirklich erstmal nur diese Arbeit gemacht und bin 2-3 Jahre später erst gefragt worden, ob ich nicht was habe für eine Schriftstellerplattform im Internet. Und da habe ich dann die Frau Guse, von der ich heute auch vorgelesen habe, das war mein erstes Porträt und das habe ich dorthin geschickt. Und so kam das erst langsam. Und so haben auch die Leute, also meine Kunden, nicht gewusst, dass ich Schriftstellerin bin. Was auch albern ist, wenn ich da in weißen Sachen mit meinem Hornhautpaddel und mit meiner Eckenzange sitze und zu den Leuten sage, wissen Sie, ich schneide Ihnen jetzt zwar die Zehennägel, ich bin aber eigentlich Schriftstellerin. Was sollen die denn da antworten? Das ist ja eigentlich ein bisschen Quatsch. Irgendwann, als das Buch dann erschienen ist und auch die Journalisten zu uns kamen und auch das Fernsehen zu uns kam, hat sich die Sache natürlich rumgesprochen. Und ich muss sagen, ich habe es bisher immer sehr gut gehabt mit meinen Kunden. Also die haben mir sogar Blumen und Pralinen gebracht und auch das Buch gekauft und sie sind sehr stolz auf mich und sie sind auch froh, dass ihr Bezirk, in dem sie leben und schon so lange leben, mal ohne Häme und ohne Herablassung geschildert wird. Da sind sie sehr froh drüber. Und ich weiß es auch wirklich zu schätzen, dass ich so gut habe, gerade weil ich habe ja vorher in meinem früheren Leben schon ein paar andere Bücher geschrieben. Und da musste ich schon mal umziehen, weil jemand sich da falsch dargestellt fühlte. Und da war sozusagen, also ja, das war eine Figur in dem Buch und da fühlte sich jemand nicht richtig getroffen. Insofern, also Berufsrisiko ist immer dabei. Ne? Es kann sein, man muss dann die Flucht ergreifen, wenn irgendwem irgendwas nicht passt. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Und meine Chefin sagt immer zu mir, wehe, du hörst jetzt auf, bloß weil du jetzt berühmt bist. Also das heißt, Sie machen noch weiter und man könnte sich sogar bei Ihnen zum Termin anmelden oder sind Sie total ausgebucht immer? Naja, also ich bin schon ganz schön ausgebucht. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist eine super Antwort, ja, wunderbar. Aber ich mache das wirklich gerne weiter und auch hier, auch wenn das, also das ist ja schön mit dem Buch, wunderbar. Ich freue mich wirklich über diesen Erfolg, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Aber natürlich wissen wir, der Buchmarkt, das ist dann nach einem halben Jahr, ganzen Jahr irgendwann auch wieder vorbei. Da kommen neue Bücher und dann werde ich froh sein um meinen Job und auch um diese Arbeit in Marzahn. Ich kann da nicht mehr aufhören, ich muss da weitermachen. Ich habe sie zu lieb gewonnen und sie gehört zu meinem Leben, die Arbeit, und erdet mich. Und ich glaube, das ist ganz gut, auch für so einen Schriftsteller, wenn der regelmäßig Außentermine hat. Da muss er sich nämlich die Haare kämmen und anziehen und unter Leute. Das ist, glaube ich, ganz gut. Was Sie gerade erzählt haben mit dem Umziehen, wegen sozusagen nicht gefallen Ihres Buches, um es mal ganz zurückhaltend zu formulieren, erinnert mich an eine Begegnung mit der Schriftstellerin Anke Stelling, die Sie ja wohl auch gut kennen. Die hat ein Buch geschrieben, Schäfchen im Trocknen, und beschreibt so das Leben im Prenzlauer Berg. Und sie gehört zu denen aus einem Freundeskreis, die alle gut und ordentlich geerbt haben, die nicht geerbt hat. Und die beschreibt es in diesem Buch. Und wie die sie dann in diesem Buch, das in die Öffentlichkeit kommt, von ihren Freunden, oder es war erstmal nur ein Artikel, in dem Buch ist dann die ganze Geschichte, wie dann das alles auseinandergeht und sie nach Marzahn ziehen muss und das ganz furchtbar findet. Können Sie das nachempfinden? Also die Anke ist ja meine Freundin, ne? Das wusste ich doch. Und deswegen habe ich auch gefragt. Und die hat ja auch den Buchpreis der Leipziger Buchmesse gewonnen, genau, für dieses, genau, Buch. Und sie war auch mal in Marzahn in der Zeit, als ich da schon gearbeitet habe und sie, glaube ich, gerade für den Schluss ihres Buchs recherchiert. Dann habe ich gesagt, Anke, pass bloß auf, was du jetzt hier über Marzahn schreibst.
sei artig. Und sie hat es aber natürlich aus einer anderen Sicht, also aus diesem Prenzlauer Berg. Ich muss da jetzt weg. Ja, genau, hat sie es, also dass sie sozusagen eigentlich ja auch vertrieben wird, das war, glaube ich, das Problem. Aber mit Anke muss ich beim Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, wir treffen uns jedes Jahr einmal im Dezember auf dem Alex am Weihnachtsmarkt, muss ich über diese Frage nochmal genauer sprechen, das stimmt. Wie wir eigentlich Marzahn finden. Okay, dankeschön. Gibt es weitere Fragen oder Bemerkungen? Sie müssten dann nochmal so ventilieren, wo Ihr Salon ist. Nummer 32 habe ich mir gemerkt. Ja, Marzahner Promenade 32, Sie können sich gerne anmelden. Steht auch irgendwie, glaube ich, die Telefonnummer im Internet. Rechnen Sie aber mit langen Wartezeiten. Es kann sein, Sie müssen zwischendurch noch einmal selber schneiden, bis Sie einen Termin kriegen. Oder das Buch vorher lesen, dann ist die Zeit auch überbrückt worden. Ja, das geht auch. Ja, wunderbar. Wollen wir noch ein kleines Stückchen lesen und dann runden wir ab? Ja, ich hätte also noch nicht wir, sondern Sie. Sie lesen. Ich also eine kleine vorlesen. Geschichte hätte ich noch, wenn Sie noch Lust haben, lese ich die noch vor. Okay. Es ist die Geschichte von Frau Blumeier.
sagt Frau Blumeyer. Ja, herzlichen Dank an Katja Oskamp. Ich glaube, Sie haben das Publikum überzeugt. Also Sie sind auch bereit, dann Ihren Namen in das Buch zu schreiben, wenn es gekauft wurde? Ich bin bereit, ja. Ja, das ist schön. Also Göran hat noch einige Exemplare hoffentlich. Hoffentlich sind noch nicht alle ausverkauft, aber wie gesagt, Sie können die bestellen. Jetzt, bevor Sie als Überraschung von mir auch noch ein Buch kriegen, nicht Ihr eigenes, das wäre jetzt vielleicht mal ein Ding, ne? Man schenkt den Autoren das eigene Buch. Nee, nee. Ein kleiner Abgesang. Es haben ja einige schon mitbekommen. Das war jetzt die 73. Veranstaltung von Gedrucktes und auch die letzte hier in diesem Saal. Ich bedanke mich bei allen, die immer gekommen sind. Ich werde das auch gleich erklären. Und auch allen, die mitgewirkt haben. Klaus, Konstantin, KD mit dem Wein, Göran und so weiter. Ich habe diese Veranstaltung damals begonnen, 2011. Da war ich Parteivorsitzender und habe gesagt, hier in das Haus muss eine regelmäßige Kulturveranstaltung. Mein erster Gast war damals Otto Melles, den Sie ja alle kennen, davon gehe ich aus. Einige waren vielleicht auch bei der Veranstaltung. War toll, war schön. Und wir hatten 73 mit Ihnen, Sie sind die Nummer 73, Gäste aus Literatur. Wir hatten Schriftsteller, wie gesagt, Schauspieler, Musiker. Einige waren noch nie bei der Linken, andere der Linken schon seit langem verbunden. Und ich glaube, für die, die da waren, war es immer eine schöne und interessante Sache. Nun hat der Parteivorstand seinen Finanzplan beschlossen und hat festgestellt, er hat kein Geld. Nun muss ich sagen, ich finde das sehr bedauerlich, aber ich finde es nicht ganz überzeugend, denn schon im vergangenen Jahr gab es Bestrebungen, diese Lesereihe abzusetzen. Ich halte die kulturelle Ausstrahlung des Hauses für ungeheuer wichtig und ich glaube, wir brauchen nicht weniger Kultur, sondern mehr Kultur in diesem Haus. Aber Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich werde weiter kulturelle Veranstaltungen anbieten, vor allen Dingen natürlich dann in Lichtenberg, wo es ja auch sehr, sehr viele schöne Orte gibt, die man alle auch erobern kann. Und wenn Sie als Freundinnen und Freunde von Gedrucktes weiterhin eingeladen werden möchten, können Sie sich dann draußen in die Listen eintragen, sofern wir Ihre Adressen noch nicht haben. Ich bedanke mich bei allen, die immer gekommen sind, bedanke mich natürlich auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern am Livestream, bedanke mich, wie gesagt, bei dem Team. Das werden wir dann nochmal in anderer Runde machen. Das haben wir schon vorbesprochen. Und jetzt gibt es Überraschung, ein Buch. Danke, danke. Echt selbstgestrickt, ne? Echt? Vielen herzlichen Dank.